Spinne. Und los! Ist das eine Spinne? Oh, nein, nein, weg mit ihr! Pfui, widerliche Kreaturen. Halt, wo wollt ihr? Ach, jetzt habt ihr es ruiniert. Wer bist denn du überhaupt? Hey, warum ruiniert ihr denn meinen Auftritt? Dieser Skript hätte doch so ein tolles Geräusch beim Aufprall gemacht. Augenblick, der tapfere kleine Skript ist davongelaufen? Ich bin verwirrt. Sind sie jetzt wohl alle? Ich konnte doch gerade eben drüber springen, ne? Das war doch... Wupp. Ah, geht doch. Nein, ich habe Sturz schon gekriegt. Schlechtes Spiel. So, dann wieder rein. Rums. Was ist denn los? Das war nur eine Spinne. Da hinten in der Ecke. Hier ist etwas falsch. Ich bin tapfer. Ich bin tapfer und furchtlos und... Was ist mit mir geschehen? Wo bin ich? Mara, steh mir bei. Waren wir oben auf den Mauern? Ja, ihr wart unter dem Einfluss einer Illusionsverzauberung. Erudil hat mich geschickt, um euch zu helfen. Erudil? Pah! Das war das verdammte Buch, nicht wahr? Das Illuminus. Ich sagte ihm noch, dass er es in Ruhe lassen soll. Aber er musste ja eine große Schau für Gladia abziehen, oder? Können wir diese Unterhaltung etwas dichter am Boden fortsetzen? Mir ist immer noch schwindlig. Sicher. Ihr meint, dass er immer noch damit herumspielt? Dann mit Buch. Bei CNs Preis. Wir sollten lieber darunter gehen und uns vergewissern, dass er nichts Törichtes anstellt. In Ordnung. Ich folge euch auf dem Fuße. Von wegen, ich gehe voraus und springe hier heroisch runter. Wie ist die denn so schnell da? Krass, die ist schneller als ich. Und ich bin schon Abkürzung gegangen. Da seid ihr ja. Gladia ist weitaus weniger fröhlich. Und das Buch hat sich wieder verändert. Ich glaube, wir nähern uns der Entscheidung. Wie ist die Lage? Jedes Mal, wenn ihr jemanden zurückbringt, wird Gladias Verärgerung größer. Es fing als einfaches Schnaufen und Murmeln an. Aber jetzt, sie schäumt fast schon vor Wut. Außerdem gibt es noch einen Eintrag im Buch. Es ist... Nun, schaut es euch selbst an. Ja, klar. Genug davon! Wie? Darf ich es lesen oder nicht? Am Ende wanderte die wagemutige Verfasserin des Stücks der Einheimischen des Helden überdrüssig. Sie blickte über ein dunkles, tosendes Meer, über das Meer der brütenden Albträume, die auf dem nur die mutigsten Künstler segeln. Und aus den schwärzesten Tiefen herauf beschworen die Schrecken jenes aller Vorstellungskraft. Nein, diese ist nicht zum Essen da! Schon bald sollte der Held verschlungen werden. Ich glaube, sie ist das Buch. Ihr, oh, ich habe wirklich so langsam genug von euch. Meine Geschichte war perfekt. Perfekt! Und jetzt habt ihr sie versaut. Das lasse ich mir nicht mehr gefallen. Es reicht. Letzte Chance. Wer seid ihr? So viel Stolz, so viel Aufschneiderei. Ihr wärt wirklich eine famose Figur für meine Geschichte, wenn ihr euch nicht so sturköpfig einmischen würdet. Mein Name ist nicht wichtig. Das Stück spielt die Hauptrolle, die Geschichte. Das wisst ihr inzwischen sehr gut. Ihr habt es ja die ganze Zeit gelesen. Okay, nicht wichtig. Also ist das über eure Geschichte? Ja. Und es wäre eine wesentlich bessere Geschichte ohne euch darin. Ohne irgendeinen von euch. Ihr seid langweilig. Gewöhnlich. Ich brauche bessere Musen. Die Bibliothek. Ja, da gibt es wunderbare Bücher. Ich werde sie verwenden, um eine wahre Geschichte des Grauens zu spinnen. Stellt euch jetzt gerade mal ein Anime vor, ne? Ich stelle mir jetzt gerade dieses... Wie langweilig, Ben.
gewöhnlich. Sag das mal zum Let's Play. Ihr seid langweilig. Gewöhnlich. Ich lasse den Stream jetzt durch die Nacht laufen und sag kein Wort mehr. Halt, keine Bewegung. Ihr verdient dieses Buch nicht. Au. Es ist meins. Gladir wartet. Der hat mich ein bisschen geschoben. Sie ist verschwunden. Was für ein Pech. Wo ist sie hin? Sie sagte, dass sie die Geschichte in der Bibliothek auftreiben will. Nun, das ist weniger gut. Sie spricht vermutlich über das Magazin unter der Halle der Illumination. Wenn sie für Ärger sorgen will, gibt es dort mehr als genug Geschichten, die dafür genau richtig sein dürften. Ihr müsst euch beeilen. Lasst sie nicht entkommen. Ja, beeilen wir uns, ne? Wo ist denn das denn, wo wir hin sollen? Da? Voran, Seeleute! Welche Schätze erwarten uns? Gut, das Magazin der Akademie. Warum das auch Magazin heißt, ne? Was? Hier fliegen die Bücher durch die Welt. Es gab mal bei irgendein Spiel, ich glaube, das war das Spiel für eine PlayStation 1, Harry Potter, gab es auch fliegende Bücher. Die musste man, glaube ich, irgendwie abschießen. Dann fielen sie runter und konnte man sie einsammeln. Random Wissen. Aus voll der Vergangenheit. Das ist weit, weit, weit zurück. Habe ich auch ehrlich gesagt nie durchgespielt. Bosskampf. Ach, was ist das für eine Sauerei? Wer bist denn du? Oh je, eine schurkische Abenteurerin. Endlich. Entschuldigt das Durcheinander. Ich achte sonst so sehr auf Sauberkeit. Wenn etwas schmutzig wird, oh, ich werde dann ganz durcheinander. So, was ist hier denn nun geschehen? Nun, eine wohlgefällige Frau kam hier durchmarschiert. Verstruppeltes Haar, fester Hintern und, oh, der Busen. Jedenfalls wurden die Bücher hinter ihr lebendig. Reißzahnbewehrte Bestien und verschwitzte, bärtige Kämpfer tauchten hinter ihr auf. Wird es hier gerade irgendwie wärmer? Was bist denn du für einer? Habt ihr eine Ahnung, wie ich mit diesen Illusionen fertig werden soll? Oh, ich habe da eine Menge Ideen. Oh, halt. Ihr wollt sie verbannen. Ich bin ja so ein Dummerchen. Ach, ja. Die Kreaturen scheinen an ihre Bücher gebunden zu sein. Wenn ihr ein Buch schließt und es wieder ins Regal stellt, könnte das klappen. In Ordnung. Woher weiß ich, wohin die Bücher gehören? Instinkt. Roher, ungezähmter Instinkt. Wenn das nicht klappt, schätze ich, dass ihr die Regale überprüfen könntet. Vielleicht hat ein nach außen prüder, aber insgeheim lüsterner Archivar sie beschriftet. Achtet nur darauf, dass die Bücher in den richtigen Regalen landen. Diese Folianten scheinen mir sehr speziell zu sein. Ui. Finde das verfluchte Buch. Geister? Geister, die man bekämpfen soll? Wir kämpfen uns zum Sieg. Ich habe einen Geist erschossen. Mit physischen Pfeilen. Super, ein ganzer Wald voller Geister. Ja, das ist ein Bild wert. Irgendwelche blauen Bäume mit Geistern. Wo soll ich jetzt hin? AOD, bitte. Okay, hier lang. Oh, Level up! Durch Gegner einfach mal spontan Level up. Ist ganz selten.
Kessing, der auch, du Scheiße. Ja, dann... Ausdauer, würde ich sagen. Habe ich irgendwas aus dem Bereich Waffe? Schon verringert Ausdauerkosten von Bogenfertigkeiten um 7%. Das ist doch was, ne? Das kann man da nehmen. Kann ich das hier richtig häufig schießen? Oder das? Oder feuriger Odem. Kann man auch nehmen. Ich glaube, das mit dem Bogen ist gar nicht schlecht. Das ist doch ein würdiges Level. Eine würdige Levelerweiterung. Oh, Material. Gar nicht so schlecht eigentlich. Kaugummis in Geisterform. Sind noch mehr? Soll ich irgendwas überprüfen? Nee. Oh, falscher Zauber. Wollte ich gar nicht. Boah, au. Alter. Ja, böse. Stellt euch mir, ihr Vielschreiberin. Eure Geschichte endet hier. Gott. Klang so, als würde jemand ermordet werden. Habt ihr auch das Flackern gerade gesehen? Das hat geflackert. Geister halten nichts aus. Das Walddunkel. In Stiefel schwarz von des toten Mannes Erde stand ich an der angstkeuchend Schwelle. Dort versteckte hinter der trockenen Dornen heulend die Wölfe die ewig Verlorenen. Nur einmal wagte ich hinein als feurige Maid mit Mithyas Herz. Das Haar noch frei von Tods knochiger Hand. Die Seele noch rein von des Schreckens Band. Auf moosigem Knochen und stinkmorchelt Trunk fanden die Füße nur mageren Halt. Und zwischen den Bäumen stank der Morast, wo blutrünstig Bestien hielten Rast. Um mich herum, da hörte ich sie schnauben, wie Knochensäge durch morschiges Holz, und dann ihr heulend diese klagenden Ode an Jagdkönig Hirsine und seine Lust am Tode. Schnell lief ich weg durch das durchs kratzende Büsche, des gehetzten Hasen Panik im Auge. Mit jedem Fehltritt wurde lauter das Keifen, sie wollte das Fleisch mir abziehen in Streifen. Ich breche durch die Bäume geschunden, die Kleider zerfetzt, zerschöpft die Haut, doch vor der Hecke machten die Wölfe Halt, ihre schwarzen Augen weiß vor Feuer uralt. Fliehen vor mir, schien sie zu sagen, zurück in dein Heim zu deinen leeren Freuden. Kehr zu uns zurück, wenn in der Not du suchst, letzte Ekstase in blutigem Rot. Yeah, Skizze. War das Todesurteil für mich? Stiehlt das Buch zurück in sein Regal. Lukodanische Kartografie, ne? Wird's wohl nicht hören. Au. Boah, das hat ja richtig wehgetan. Bücherregal. Das ist einfach nur Bücherregal. Kajitische Verse, ne? Biografie. Ja, ist eine Biografie. Ja, es ist wohl wahrscheinlich eine Beschwörung. Offensichtlich nicht. Ach, da gibt ja noch mehr. Warum sagt das Spiel nicht? Kaugummi stirb. Ha. Mit einem Schuss ist er verreckt. Talmor irgendwas. Tumposi. Ah, war richtig.
Nein, alles ruiniert. Naja, nicht ganz.